Okay, jetzt will ich, bevor wir die umgekehrte Reihenfolge machen, nochmal ein extra Spiel machen. Wenn ich die NLP-Vokabeln wirklich kennenlernen und ausprobieren will, kann sich's auch lohnen, dass ich in so einen Change History noch ein, zwei Kärtchen reinmogele, die gar nicht ins Change History reingehören. Ich nehme jetzt mal als Beispiel aus dem Six Step die gute Absicht. Und aus zum Beispiel einem Format wie Reimprinting den Positionswechsel. Und ergänze jetzt also meine Change History Kärtchen durch eine gute Absicht und einen Positionswechsel, den ich damit reinnehme. Und wir gucken, was jetzt rauskommt. Wir starten unser Change History mit dem Future Pace. Das hatten wir vorhin schon. Das jetzt müssten es ja im Moment mal 4.000 und das Ganze mal 8 und mal 9. Das sind wahrscheinlich jetzt irgendwie 20.000 Variationen, die rauskommen können. Und trotzdem haben wir Future Pace auf Platz 1. Das heißt, wir starten wieder, hatten wir schon, damit, dass wir sagen, okay, geh in die Zukunft, stell dir vor, in einer Stunde, in einem Tag, in einer Woche, wir haben hier super gearbeitet, du hast ein großartiges Change History erlebt. Und wie wird es dann anders sein? Wie wirst du davon erzählen? Wie wird das zum wichtigen Teil deiner Geschichte werden? Und neu erleben, ach, ich bleibe in der Zukunft. Und wie wirst du dann, wenn das hier alles so großartig läuft, deine Zukunft neu erleben? Wie anders wird das sein, Situationen zu erleben, die bisher problematisch waren? Das heißt, ich könnte das Change History schon mal in der Zukunft machen, da wird es fast ein Change Future. Und gehe zurück aus der Zukunft, jetzt ins gegenwärtige Symptom und sage, okay, und aus dem Blick der Zukunft, wo du gerade diese ganzen herrlichen Sachen erlebt hast, die sich daraus ergeben werden aus dem, was wir hier machen, erlebe nochmal bewusst dein Symptom in der Gegenwart, weil dieses Symptom in der Gegenwart, was dich gerade bedrängt, ist im Grunde die Ursache für das, was sich in der Zukunft ergibt. Das ist ein relativ einfacher Trick. Wenn ich sage, ich habe eine Ursache in der Vergangenheit, daraus ergibt sich ein Symptom in der Gegenwart und das hat Konsequenzen in der Zukunft, also Ursache, Symptom, Zukunft. Und ich jetzt das Ganze eins verschiebe durch das Future Pace in die Zukunft, dann ist ja mein Gegenwartspunkt die Ursache für die Sachen in der Zukunft. Und darum kann ich, wenn ich mich erst in das Future Pace orientiere und neu erleben, dann das Symptom in der Gegenwart logischerweise als Ursache für das verkaufen, was sich in der Zukunft daraus ergibt. Also Symptom in der Gegenwart. Und jetzt Positionswechsel. Geh in das Symptom. Geh in das Symptom in der Gegenwart. Stell dir vor, du bist das Symptom. Und stell dir vor, du bist der Teil dieses bärtigen Menschen, der ihn dahin geführt hat. Das war die Aufgabe, dafür warst du da. Das war dein Lebenszweck, diesen Punkt zu provozieren, wo jetzt hier die große Veränderung beginnt. Und spüre auch, wie schön es ist, am Ziel angekommen zu sein. Deine Aufgabe endet gleich, weil du hast es erfolgreich geschafft, diese Veränderung zu initiieren. Und spüre auch schon mal ein bisschen Dankbarkeit dafür. Und jetzt suchen wir die Ursache in der Vergangenheit. Die Ursache in der Vergangenheit wäre jetzt, nachdem wir ja in der Position des Symptoms sind, ist die Ursache in der Vergangenheit die Stelle, wo du begonnen hast. Die Stelle, wo du in das Leben dieser Person getreten bist. Das heißt, da hast du begonnen und du hast ihn vielleicht lange Zeit, Monate und Jahre begleitet, ein langes Stück Weg und du merkst, du kommst jetzt zum Ende deiner Aufgabe, heute erfüllt sich das, wofür du da bist. Und mit diesem warmen Gefühl im Herzen integrieren wir jetzt Ressourcen in das signifikante emotionale Ereignis. Wir können uns jetzt erinnern, weswegen hast du als Symptom damals angefangen? Weswegen bist du in das Leben dieses bärtigen Menschen getreten? Und was war von Anfang an deine Aufgabe und jetzt ist sie erfüllt? Und mit diesem Gefühl von Dankbarkeit, blick nochmal zurück. Du kannst dich auch fragen, wenn das und das damals schon da gewesen wäre, hätte es dich gar nicht gebraucht, aber es war nicht da. Und darum hat es dich gebraucht, aber jetzt ist wie ein Nachhausekommen in die Ressourcen. Und jetzt werden diese Ressourcen aktiviert und überfluten das Ganze. Spätestens an dieser Stelle würde ich die Ressourcen auch in diesen bärtigen Mann integrieren wollen, nicht nur in das Symptom in der Gegenwart. Ui, ah, wir brauchen mehr Platz, weil wir jetzt 7 Karten haben. Und das ist die Stelle, wo es sich lohnt, einen intensiven Blick auf die gute Absicht zu werfen.
Und nochmal ganz klar zu machen, du Liebessymptom in der Gegenwart, in der Vergangenheit, in meiner ganzen Timeline. Wofür bist du in mein Leben gekommen? Wofür hast du mich so lange begleitet? Wohin hast du mich heute geführt? Ich meine, du hast mich dahin geführt, dass ich das gleich wahr machen werde. Und das ist wahrlich eine gute Absicht. Und damit gehe ich neu in meine Gegenwart und erlebe versöhnt und dankbar meine persönliche Geschichte, weil ich habe einen völlig neuen Blick auf dieses Symptom, was mich vielleicht so lange begleitet hat. Und ich verstehe jetzt, wofür es da ist und was ich dadurch alles... Ich finde es ein schönes Format. Oh, das ist ein bisschen kitschig, aber wirklich schön, oder? Guck mal. Also wir beginnen mit der Zukunft, die erleben wir neu, gucken uns dann an, was in der Gegenwart diese Zukunft ermöglicht, wechseln jetzt die Position in das Symptom, schauen, wo das Symptom herkommt, was es in mein Leben gebracht hat, bringen diese Ressourcen in das Symptom, aktivieren dann alles, kommt jetzt auch in den bärtigen Mann rein, blicken auf die gute Absicht und erleben die Gegenwart neu und sind sowas von berührt, dass, ach, ist das schön, ist das schön. Komm, eine Version noch. Eine letzte Version mit diesen ganzen Ressourcen hier. Eine aus 20.000. Demnächst spielen wir 6 aus 49. Neuerleben in der Gegenwart. Ich habe das Gefühl, die Dinger wiederholen sich. Wir starten damit zu sagen, okay, bevor wir loslegen, wie hättest du es denn gerne stattdessen? Was soll denn sein an der Stelle, wo du jetzt stehst, stattdessen, was du jetzt erlebst? Was ist dein Wunsch, wie es sein soll? Und jetzt gehen wir auf die gute Absicht und fragen, okay, wofür möchtest du das? Also ich meine, klar, man kann einfach sagen, ich will, dass es mir besser geht, aber warum eigentlich? Ich glaube deswegen, weil du merkst, du bist zu höheren Berufen, du hast eine Aufgabe in der Welt, du hast eine Vision zu verwirklichen. Also überlege dir, was ist die gute Absicht? Es ist ja nicht einfach nur ein albernes, ich will ja, dass es mir gut geht. Es ist eine tiefe Botschaft, die dich hierher geführt hat, um dir klarzumachen, ich will, dass es mir gut geht, weil dahinter steckt etwas ganz Wichtiges. Und wenn du jetzt diese gute Absicht, die noble Absicht für deinen Veränderungswunsch in die Zukunft bringst und dir klar machst, dass du in Zukunft statt der Sache, die im Augenblick für dich ein Problem ist, Dinge erleben wirst, die darin bestehen, diese gute Absicht zu verwirklichen, dann ist es doch eine wunderbare Idee, diese Absicht gleich jetzt schon in das signifikante emotionale Ereignis zu integrieren und sich klarzumachen, dass es eigentlich da losgeht. Und dass ziemlich sicher die gute Absicht, die du in der Gegenwart spürst, um dich zu verändern, auch bereits zumindest in Anfängen im vergangenen Ereignis drin waren, ganz klein, kaum spürbar, aber im Nachhinein doch merklich. Und jetzt aktiviere die Ressourcen, die du damals dir gewünscht hättest, um damals bereits diese gute, ich mache jetzt die gute Absicht jetzt zum Thema des Change Histories, damals diese gute Absicht von Anfang an zu leben, von Anfang an zu verwirklichen. Symptom in der Gegenwart. Und wie würdest du dann den Punkt wahrnehmen, wo du heute bist? Die Stelle, wenn du deinen heutigen Punkt betrachtest unter dem Blickwinkel dieser guten Absicht, die das Ganze hier überhaupt ausgelöst hat. Und jetzt betrachte die Ursache dafür. Und ich glaube, die Ursache für die gute Absicht ist auch eine gute Ursache. Das ist jetzt kein Trauma mehr, das ist jetzt kein Problem mehr. Das ist jetzt die Stelle, wo du merkst, in diesem Punkt in meinem Leben entstand diese gute Absicht. Und jetzt Positionswechsel in die gute Absicht rein. Also das ist cool, wir haben vorhin ins Symptom, jetzt gehen wir in die gute Absicht. Und jetzt stell dir vor, du bist die gute Absicht, du bist vielleicht irgendwo so im gute Absichtskosmos und siehst dann hier diesen Menschen, vielleicht damals noch ganz klein und ohne Bart als Kind, und wählst ihn als Träger für dich, du wählst ihn als dein Medium, weil du weißt, dieser Mensch hat die ganze Power, die es braucht, um dich als gute Absicht ins Leben zu bringen und damit neu erleben, erlebe deine gesamte Timeline neu. Auch diese Stelle finde ich ganz schön. Also wie würdest du sagen, das ist auch ein, den man gut durchaus bringen kann. Aber ich glaube, ich fand den davor schöner. Aber ich vermute mal, jedem ist jetzt klar, wie das sein kann, wenn man solche Formate in beliebiger Reihenfolge sich ausdenkt. Und jetzt kommen noch
die Varianten für das Format rückwärts. Da muss ich es noch einmal in die Originalreihenfolge bringen. Also wir fingen an mit das Symptom in der Gegenwart, die Ursache in der Vergangenheit, Ressourcen aktivieren, die Ressourcen integrieren, zurück in die Gegenwart. Ach nee, neu erleben war ja hier. Ne? Hier neu erleben, zurück in die Gegenwart und Future Pace. Das heißt, die Originalreihenfolge der Schritte habe ich jetzt von unten nach oben genommen. Symptome in der Gegenwart, Ursache in der Vergangenheit, Ressourcen aktivieren, Ressourcen in das Ereignis reinbringen, das Ereignis neu erleben, zurück in die Gegenwart und Blick in die Zukunft. Wenn ich jetzt das Format umgekehrt mache, gibt es dafür mindestens drei Möglichkeiten, die sich lohnen zu unterscheiden, für ein Format rückwärts zu machen. Die eine Möglichkeit ist ganz einfach, ich tue so, als wäre diese Reihenfolge halt zufällig rausgekommen in dem Spiel, was ich gerade gemacht habe. Also ich habe halt die Kärtchen gelost und zufällig kam raus, wir beginnen damit, okay, bevor wir loslegen, Blick in die Zukunft und mach dir jetzt schon klar, in einer Stunde, in einem Tag, in einer Woche wirst du zurückblicken auf das, was wir hier gemacht haben und wie großartig ist das. Und aus dieser zukünftigen Perspektive bitte ich dich, den Blick zurückzuwerfen in die Gegenwart. Und zwar in die Gegenwart nach dem Prozess. Die positiv veränderte Gegenwart, die das begründet, was du jetzt hier in der Zukunft gerade erlebt hast. Und wenn du aus der Perspektive deine Gegenwart neu erlebst das, was dich hierher gebracht hat und diese Ressourcen des Neuerlebens in das signifikante emotionale Ereignis zurückleuchten lässt, weil das ist die eigentliche Ursache, die Ursache für das, was du hier neu erlebst und mit diesem wunderschönen Anlauf jetzt die Ressourcen aktivierst. All die Ressourcen, die sich daraus ergeben und damit neu die Ursache betrachtest, und jetzt einen liebevollen Blick wirfst auf das, was du anfangs dein Symptom in der Gegenwart genannt hast, was das Ganze überhaupt ermöglicht hat. Ist das eine schöne Reihenfolge? Sozusagen wie jede andere auch, die halt nur die Kärtchen mischt. Wenn ich aber jetzt sage, ich mache das Format rückwärts, dann gibt es zwei Ideen und ich glaube, eine davon geht wirklich auf Richard Bandler zurück. Das eine ist, Bandler hat mal gesagt, mit jedem Format, mit dem ich etwas wegmachen kann, kann ich das Gleiche auch hinmachen. Das heißt, die Idee ist, wie läuft denn das Format, wenn ich es wirklich rückwärts mache? Das heißt, in dem Fall ist die Idee, ich gehe von einem positiven Punkt B, indem ich Ressourcen entferne, zu einem negativen Punkt A. Das ist natürlich definitiv nicht für Coaching oder Therapie gedacht, sondern das ist ein Beispiel für dunkles NLP, das ist ein Beispiel dafür, was einem im Alltag vielleicht mal passiert, wenn man eigentlich strahlend und fröhlich und gut gelaunt zu ihm hingeht und sagt, boah, ich habe gerade was erlebt, das war so toll, was ich da gerade erlebt habe. Und die Person sagt, naja gut, aber stell dir mal vor, du hättest die und die Unterstützung nicht gehabt, wie scheiße wäre es denn dann gewesen? Und ich stelle mir das vor und ich dachte, du hast komplett recht, das war eigentlich ein unglaublicher Glücksfall, weil ich meine, wenn ich die Ressourcen nicht gehabt hätte, oh Gott, wo würde ich denn jetzt stehen? Dann habe ich genau diesen Prozess. Das heißt, ich starte von dem Punkt des Neuerlebens mit Ressource und gehe zurück und nehme die Ressource weg und stelle mir vor, wenn ich diese Ressource entferne, wenn ich ein armer Tropf gewesen wäre, wenn irgendwie das und das schiefgegangen wäre und ich hätte die Ressource nicht aktivieren können, Gott, wie schlimm wäre das denn gewesen? Und das ist eine sehr spannende Idee, sich zu überlegen, wie kann ich ein Format rückwärts so machen, dass ich damit eine Ressource entferne. Also, ja, träum du nur, das wäre jetzt mein Future Pace, träum du nur von all dem, was sich da in deinem Leben schön ergibt und du stehst jetzt hier und grinst und strahlst, weil du glaubst, du hast was Tolles erlebt. Aber neu erleben, wenn du mal genau reinfühlst, was eigentlich gerade ist, merkst du, du hast unglaublich viel Glück gehabt, dass diese Ressource zufällt. In dem Augenblick dabei war. Und das statt Ressource aktivieren, kommt deaktivieren. Dann stell dir mal vor, das wäre nicht da gewesen, diese Ressource. Die wäre ausgeblieben. Wie wäre es denn dann gewesen? Wo ist eine Vergangenheit? Das Ereignis ohne Ressource. Ja, und jetzt stehst du hier, ne? Und hast ein Problem. Genau. Also, das ist die Idee. Ich gehe rückwärts durch das Format. Und wickle das nach hinten wieder ab und nimm die Ressource weg.
So kann ich bei Leuten einen schlechten Zustand aktivieren. Genau, das sind also die Möglichkeiten, wie ich die Reihenfolge mischen kann, wie ich Sachen reinmischen kann, wie ich jedes Element erleben kann. Ich kann auch Elemente verdoppeln, ich kann sie verdreifachen. Ich kann mir überlegen, wie ist die dunkle Variante, wie ist die Ressource-Wegnehmen-Variante, wie kann ich sowas zurückabwickeln. Ich kann dann, ich sage, oh Gott, wir lassen sie einfach liegen. Wenn ich jetzt wirklich das Ganze in der umgekehrten Reihenfolge mache, also die Originalreihenfolge ist, ich habe ein Symptom in der Gegenwart, ich dissoziiere mich, ich gehe zurück, ich gucke mir das an, ich aktiviere die notwendige Ressource, ich gehe mit der Ressource hier rein, erlebe neu und komme dann mit dem Neuerleben in die Gegenwart und erlebe die Gegenwart anders. Und wenn ich das jetzt mir vorstelle, ich mache das wirklich original rückwärts, lerne ich die Schritte des Formats auch nochmal ganz neu kennen. Das heißt, ich beginne bei einem guten Moment in meiner Gegenwart. Und überlege mir jetzt, okay, dieser gute Moment in meiner Gegenwart, der kommt ja nicht von ungefähr. Der hat sich ja aufgebaut durch Erfahrung, durch Wiederholung, durch einen langen Lebensweg und hat seine Ursache in einem Moment meines Lebens, in dem ich Ressourcen aktiviert habe, vielleicht zum ersten Mal. Jetzt blicke ich diese Ressourcen an und überlege mir, ja, wie wäre das denn gewesen ohne diese Ressourcen? Und gehe dann neben meiner Timeline in die Gegenwart und mache mir klar, okay, hier wäre ich dann ohne diese Ressourcen heute. Ich würde mich jetzt hier nicht assoziieren, weil dann geht es mir schlecht. Aber das ist natürlich ein Prozess, der mich jetzt dazu führen kann, dass ich, nachdem ich es einmal rückwärts gemacht habe, jetzt, hier reingehe und vielleicht wesentlich froher bin, dass ich diese Ressource damals aktiviert habe. Weil mir ist jetzt klar, wie anders wäre mein Leben verlaufen, wenn ich diese Ressource damals nicht aktiviert hätte. Das wäre die Idee, ich mache es rückwärts, das Format, aber jetzt nicht, um einen schlechten Zustand aufzubauen. Ich mache es jetzt original rückwärts, um sogar noch die Dankbarkeit und Würdigung dieser Ressource zu verstärken. Und das ist doch auch eine sehr schöne Version. Also, wir haben jetzt 7? Ich glaube, es waren 7. 7 Versionen gezeigt von ungefähr 40.000 möglichen des Change Histories. Wir warten jetzt einfach drauf, bis die fehlenden 39.993 Versionen in den Kommentaren stehen und dann kommt das nächste Video, okay?